Heute mal aus dem Wald, nachdem ich gerade noch am Schreibtisch war, habe ich mich jetzt in den Wald verzogen und möchte euch von hier aus ein paar Takte sagen zum Thema Runen tätowieren. Ich habe Runen tätowiert, stimmt. Ja? Ich habe mir das auch gut überlegt. Es ist nämlich so, dass jede Rune hat ja eine Bedeutung und eine Kraft, eine Energie. Das ist ein Energiezeichen, ja? Alle 24 Runen miteinander erzählen von allen Kräften, die es im Leben gibt. Ja? Jetzt ist es so, wenn du dir nur eine oder ein paar Runen tätowieren lässt, dann verstärkst du diese Kräfte in deinem Leben, weil diese Runenkräfte wirken. Das ist ja das, was auch jeder will, ne? Aber wenn du jetzt nur hergehst und sagst, okay, ich habe hier den Namen, keine Ahnung, Sonja, ja, und den will ich mir tätowieren lassen, weil das meine Tochter ist oder meine Liebste oder wie auch immer, dann tätowierst du schon mal für S die Sovilo-Rune. Ja, Sovilo ist die Siegkraft, die Kraft der Sonne, Dinge zum Wachsen zu bringen, ja. Das ist toll, aber wenn du selber schon ein Macher bist, und du noch mehr von dieser Sovilo-Energie in dich hineingibst oder auf dich draufgibst, dann wird aus der Macherkraft Dominanz und Aggression. Kannst du das brauchen oder nicht? Bleibt Sonja dann noch? Ja? Dann kommen wir zum Othala. Super, das ist die Vollendung der germanischen Welt. Heim, Haus und Familie, die Sippenrune. Ganz, ganz wichtige, wundervolle Runenkraft. Nur wie stehst du in deiner Sippe? Und bist du bereit, Menschen anzunehmen in deinem Leben, die dir es schwer machen, die aber einfach gut sind, damit du dahin kommst, wo du willst? Und dann geh mal Sonja, dann geh mal zu N. Na? Naudis. Die Naudis-Energie, ich liebe sie. Sie weist mich immer darauf hin, hey, arbeite mit den Nornen hier. Ja? Bei den Nornen hier, das ist noch ein extra Thema, egal. Aber im Grunde ist es die Rune der Notwendigkeiten und Bedürfnisse. Also, das ist eine sehr herausfordernde Macht, die wirklich Dinge in dein Leben holt, wo du immer wieder in Stress gerätst und immer wieder in Sorge um das dann wieder auch lösen musst. Die Kraft dazu wirst du haben, aber es ist trotzdem anstrengend, nicht? Na, und dann J bei Sonja. Das ist die Rune Jera. Ne? Jera ist die Ernte. Das ist jetzt eine Rune, wo man sagen kann, okay, das ist eigentlich cool, die zu tätowieren, weil immer wieder damit umgehen zu können und zu wissen, was man ernten muss und wo man anpacken muss und dass Ernte auch Arbeit ist, aber auch Fülle. Ja? Das ist schön, denn man hat das Zyklische der Natur. Aber es ist auch die Rune wieder der Perfektion, die sagt, geh mit den Rhythmen der Natur. Das wird dir schwer fallen, wenn die sich auf dir manifestiert, wenn du ein Leben führst in einem Business Tower. Okay? Dann haben wir zum Schluss noch die A, Ansus, Odins, Wodans, Rune. Die Rune des Schöpferwesens, des jungen Gottes. Saugeil. Immer das richtige Wort im richtigen Moment zu finden. Das ist toll. Ja, Sonja. A ist eine super Rune. Aber du musst dann auch deine Göttlichkeit annehmen. Wenn du jetzt aber eh schon, sagen wir mal, sehr selbstbewusst bist, dann kann das für andere ganz schön anstrengend werden, ne? Siehst du, und so gibst du dir Kräfte auf den Körper, und zwar ja dann wirklich für immer. Da musst du dir schon klar drüber sein, was du machst, okay? Genauso ist es, wenn Leute sagen, okay, ich will mir eine Binderune tätowieren lassen, also mehrere Runen, die ineinander verbunden werden und ihre Kräfte dann abgeben. Das sind dann Menschen, die wissen schon so in etwa, dass eine Rune eben eine Kraft ist, und wenn man mehrere kombiniert, hat man dieses oder jenes Ergebnis, hofft man. Dann liest man in einem Buch nach und sagt, okay, das und das füge ich zusammen. Das wären dann so 6, 7 Stück. Und die tätowiert man dann und dann hat man vielleicht nicht gewusst, wie man sich selbst einzuschätzen hat.
Und die Kräfte wirken. Und dann wirken 6, 7, 8 wirklich große Lebenskräfte intensiv ineinander. Binderunen bergen immer auch Chaos. Ich persönlich würde für eine tätowierte Binderune mich wirklich konzentrieren auf das, was ich im Leben, im ganzen Leben erreichen will, haben will, sein will. Und das dann auf höchstens 3 Runen beschränken, die ich ineinander binde und dann eben in Ingus oder an Gebo halte. Ich würde niemals mehr nehmen, weil in dem Chaos, das dann entsteht, da wird das Leben nicht einfacher. Ja? Und das sind so Dinge, man muss es sich wirklich gut überlegen, ja? Ich kann euch dabei natürlich helfen. Ich kann jedem helfen, der mir sagt, okay, Runi, pass auf, ich möchte mir Runen tätowieren, hast du mal halbe Stunde oder Stunde Zeit? Dann machen wir einen Termin aus, dann reden wir drüber, gucken nach, was welche Rune bedeuten würde und dann hast du einen ganz anderen Einblick. Ja? Das kann ich telefonisch mit dir machen oder persönlich, aber du musst auch wissen, ich erbitte von dir eine Gegengabe für meine Kraft und Zeit und für das Wissen, das ich dir weitergebe. Denn wie uns die Rune Gebo schon sagt, geben und nehmen muss immer ausgeglichen sein. Das nur am Rande. Wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, achte darauf, mit welchen Kräften du deinen Körper ausstattest. Ich habe wirklich jedes Tattoo sehr gut überlegt, selbst gestaltet und ich weiß genau, was es bewirkt. Das tut es auch und es hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Tattoos mit Runen müssen nicht schön sein. Die entwickeln ihre Kraft und du bist dafür verantwortlich, was dann passiert. Weil eins kann man nicht gebrauchen, wenn man mit Runen arbeitet. Menschen, die sagen, das passiert immer nur mir oder ich hab's so schwer. Oder die anderen sind schuld. Wenn du dich auf Runenkräfte einlässt, dann greifst du ins Schöpfertum ein, endlich, und übernimmst Verantwortung. Und zwar für jeden einzelnen Schritt. Und du hast immer die Wahl. Du musst bloß nach den passenden Konsequenzen suchen. Jetzt wünsche ich dir was. Ich tiger mal noch ein bisschen im Wald. Und wünsche dir einen sanften, heilen, glücklichen Abend. Bis dann.